wo man in Köln das beste Philly Cheesesteak bekommt. Dafür müsst ihr einfach in die Weidengasse zu Bang Bang. Empfehlung von Sido, musste ich da einfach mal hin. Aus Ribeye-Abschnitten, leicht angebraten, mit Käse und gegrillten Paprika und verschiedenen Soßen zum Sandwich gemacht. Schwarz, weiß, rot, man könnte meinen, dass der Laden zum 1. FC Köln gehört. Auf jeden Fall richtig schön amerikanisch eingerichtet. Sagt ihr zu dem Stil? Ich habe mich hier für Barbecue Honey, die Freundin für Garlic entschieden. Dazu amerikanischen Schmelzkäse und das Ganze kommt dann in ein tolles Brioche-Bun. Gefühlt ist das die halbe Miete von so einem richtigen Original Philly Cheesesteak. Habt ihr sowas schon mal probiert? Auf der Hotplate mit Spachtel und Butter angebraten, dann einfach heiß reingestülpt. Großartig. Sicher nicht die kleine leichte Mahlzeit vom Sport. Spätestens bei der Käsesoße ist Schluss mit lustig. Was Leichtes ist das hier definitiv nicht. Was Leckeres ist das hier definitiv schon. Nom nom nom. Also wer hier nicht satt wird, das verstehe ich echt nicht. Erster Test auf jeden Fall bestanden, würde ich sagen. Und dazu die Wollworttüte, wie Oma immer gesagt hat. Hier übrigens der alte Kühlraum. Irgendwie schon eine stylische Höhle. Wer auf Rotschimmer steht, ab dahin.